Schulbeginn in der Waldorfschule Horizonte Azul in São Paulo, Brasilien. Die Pädagogik, nach der die Kinder hier lernen, wurde vor 100 Jahren in Stuttgart entwickelt. Sprache, Musik, Bewegung, viele Wege führen zum Ziel, wenn es darum geht, die Welt zu verstehen. Jeder soll in seinem Tempo lernen, möglichst ohne Druck, sagen sie. Das Kind in Ehrfurcht aufnehmen, in Liebe erziehen, in Freiheit entlassen. Das hat Rudolf Steiner, der Gründer der Waldorfschule, den Lehrerinnen und Lehrern empfohlen. Porque eu acredito na pedagogia Waldorf. Mit der Waldorfpädagogik sind die Kinder glücklicher. Sie lernen, indem sie etwas tun. Sie entwickeln ihre Kreativität, nutzen dafür bunte Materialien. Sie haben viel Freiheit, sich auszudrücken. Gartenbau steht ebenso auf dem Lehrplan wie Mathematik oder Chemie. Im Schulgarten geht es dabei nicht nur um Grünzeug und frische Luft. Ich halte das für sehr wichtig. Die Kinder entwickeln sich, wenn sie in der Natur sind. So erleben sie den ganzen Prozess mit, vom Säen über das Ernten bis zum Essen. Für einige Kinder wird die Schule zum zweiten Zuhause, denn ihre Familien sind zu arm, um ihnen Halt zu geben. Der Pädagoge Reinaldo Nascimento ist in einer Favela aufgewachsen, einem der vielen armen Viertel von São Paulo. Er weiß, wie Kinder dort abrutschen können, wenn niemand sie bei der Hand nimmt. Ich selbst konnte in der Favela Monte Azul eine Waldorfschule besuchen. Nun möchte ich den Kindern das weitergeben, was ich von meinen Lehrern gelernt habe. Die Waldorfpädagogik hat wichtige Elemente: Rhythmus, Ritual und Beziehung. Es ist eine Pädagogik der Freiheit, eine Erziehung zur Freiheit. Pathetische Worte. Für Reinaldo Nascimento war diese Schule offenbar richtig. Zum Unterricht gehören immer wieder Pausen. Einatmen und Ausatmen nennen das die Waldorfpädagogen. Die Waldorfschule wirkt wie eine Oase im armen Viertel von São Paulo, einer Megastadt mit 20 Millionen Einwohnern. Waldorf in Brasilien, das waren zunächst Privatschulen für Gutverdiener. Bis eine Frau aus Deutschland kam, um das zu ändern. Mit Spenden aus Deutschland. Ja, ob man jetzt im reichen Viertel lebt oder in der Favela lebt, das sind einfach Menschen und die brauchen eine gewisse Unterstützung, um Mensch sein zu können. Also die Kinder brauchen das. Ja. Ute Krämer kam als Waldorflehrerin nach São Paulo. Zunächst in ein reiches Viertel. Doch sie sah die Armut und gründete vor genau 40 Jahren in dieser Favela die Vereinigung Monte Azul. Das waren erstmal Spielgruppen und Kindergärten. Manche Kinder holte Ute Krämer buchstäblich von der Straße. Die Waldorfpädagogik war für diese Menschen ja total unbekannt, weil sie hier in Brasilien eben nur für die ganz reichen Menschen ist. Und dass sowas dann auch in der Favela möglich ist. Und nicht nur möglich, sondern dass die Kinder auch darauf ansprechen. Also dass es eine Pädagogik ist, die wirklich dem entspricht, was jedes Kind in der ganzen Welt, egal welcher Religion, welchen sozialen Stand, eben dann auch wirklich dem Kindsein entspricht. Primavera,
Die über 80-jährige Gründerin hat mittlerweile einiges abgegeben. Manche ihrer ehemaligen Schützlinge gehören heute zur Leitung des Vereins, der sich inzwischen teilweise selbst finanziert. Er kümmert sich auch um die Eltern, die oft weder Kraft noch Zeit haben für ihre Kinder. In Werkstätten wie diesen lernen die Eltern. Mütter werden zu Schneiderinnen ausgebildet. Sie hoffen so, Arbeit zu finden, die angemessen bezahlt wird. Der Vereinigung Monte Azul geht es nicht nur um finanzielle Sicherheit, sondern auch um Menschenwürde. Alles kein Paradies, ja, es ist kein Paradies, aber es ist einfach eine Favela, die menschlicher ist als alles, was wir sonst jemals gesehen hatten. Vernetzt mit anderen Sozialprojekten der Stadt versuchen sie, möglichst viele Menschen zu erreichen. In den 100 Jahren seit ihrer Gründung hat sich die Waldorfschule von Stuttgart aus über die ganze Welt verbreitet. In mehr als 70 Länder, von Island bis nach Südafrika, von Silicon Valley bis nach Tokio. Der Zuwachs hat sicherlich hauptsächlich seinen Grund in zwei Faktoren. Der eine Faktor ist die Unzufriedenheit vieler Schüler und dann deren Eltern mit dem anderen, also dem staatlichen Schulangebot. Das andere Motiv ist natürlich schon, dass die Waldorfpädagogik eine Programmatik anbietet und so einen Ansatz, der verspricht, dass er den Schüler, das Individuum in den Mittelpunkt drückt, dass er eine Förderung aller Aspekte des Menschseins sozusagen beinhaltet. Und dieser Ansatz hat natürlich per se auch eine gewisse Attraktivität. Das Kind im Mittelpunkt wünschen sich auch Helene und ihre Mutter in der interkulturellen Waldorfschule Mannheim. Rund die Hälfte der Schüler hier stammt aus Migrantenfamilien. Waldorf global im Kleinen. Helenes Eltern sind über eine Spielgruppe auf die Waldorfschule aufmerksam geworden. Dann haben wir uns das ganz oft angeschaut, bei Tag der offenen Tür und bei Festen. Und haben einfach gemerkt, dass es hier darum geht, unser Kind anzunehmen. Dem Kind die Möglichkeit zu geben, dass es Lust hat auf Lernen und lernen will und sich das auch selbst erarbeiten kann. Unterrichtsbeginn in der zweiten Klasse. Bevor sie denken soll, darf Helene hüpfen und klettern. Bewegung ist ein fester Bestandteil der Waldorfpädagogik. Ebenso wie das Gefühl, sagt Klassenlehrerin Desiree Olig-Schläger. Weil wir über die Sinne gehen, weil wir eben nicht alles über das Kognitive, über das Sprachliche lernen, sondern über den Körper. Wir laufen Formen, wir kneten sie, wir legen sie, wir fühlen das, was wir lernen, eigentlich von oben bis unten, und es ist nicht der Kopf. Weil jemand, der die Sprache nicht versteht, würde ja nur kopfmäßig angesprochen werden. 9, 10, 11, 12, 13. Wie schreibe ich eine 13? Noah. 1 und eine 3. Jawohl. Die interkulturelle Waldorfschule Mannheim wird, wie alle deutschen Waldorfschulen, zu großen Teilen staatlich finanziert. Hinzu kommt Geld aus Stiftungen. Wir haben hier ganz normale Arbeiter, wir haben Akademiker, wir haben reiche Familien, wir haben arme Familien. Und alle Kinder haben hier die Chance, alles zu werden, was sie möchten. Bevor die Konzentration nachlässt, macht die Klasse eine Atempause. Kreuz und quer durchs Schulhaus. In den ersten Jahren geht es langsam voran. Alle sollen mitkommen. In Waldorfschulen gibt es kein Sitzenbleiben und auch keine Noten. Wie viele Silben hat denn das Wort? Noah. Eine. Genau, eine. Wer kann mir das Wort buchstabieren? D-I-E. Genau, und zusammen? Wie heißt das Wort? Karima? Die. Sehr schön. Die. Wir klatschen alle. Die.
So, jetzt können Sie mal gerade nach vorne schauen. Also die 11. Klasse beschäftigt sich heute mit projektiver Geometrie, sichtbar gemachter Logik sozusagen. Und was ist jetzt das Besondere an diesen drei Punkten? Von welche? 1 und 2. 1, 2, das wäre die hier. Abed Haykal ist in der 6. Klasse auf die Waldorfschule gekommen. Im Gymnasium war ihm der Druck zu hoch. Alles ging zu schnell, sagt er. Also ich werde jetzt erstmal meinen Realschulabschluss machen. Und dann schaue ich, was für einen Durchschnitt ich mache. Also schaffe, wenn ich unter 2,5 es schaffe, dann mache ich ein Fachabitur oder ein normales Abitur. Hier ist 4 und hier ist 5. Interkulturelle Waldorfschule. So. Klingt erstmal ungewöhnlich, nimmt aber offenbar einen Ursprungsgedanken der Schulbewegung auf. Das ist auch schon damals veranlagt gewesen, der interkulturelle Gedanke. Sie sehen das daran, dass der Englischunterricht in der 1. Klasse beginnt in den Waldorfschulen. Und es war, damit die Kinder schon früh in einem Alter, in dem sie noch beweglich sind, mit einer anderen Kultur in Kontakt kommen und die andere Kultur kennen und schätzen lernen. Fremdsprachen ab der 1. Klasse. Vor 100 Jahren war das revolutionär. Im September 1919 wurde in Stuttgart die freie Waldorfschule Uhlandshöhe eröffnet. Für die Arbeiterkinder der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik. Daher der Name. Dem Unternehmer Emil Mold ging es um das Recht auf Bildung, gerade für die Kinder seiner Angestellten. Er bat den Anthroposophen Rudolf Steiner, Ideen für eine ganzheitliche Pädagogik zu entwickeln. Gemeinsamer Unterricht für Mädchen und Jungen, Handwerk und Kunst gleichwertig neben Fächern wie Deutsch oder Mathematik. Jedes Kind sollte seine Talente entwickeln können. Professor Heiner Bartz forscht seit 30 Jahren zum Thema Waldorfpädagogik. Er hat für wissenschaftliche Studien der Uni Düsseldorf Schüler, Eltern und Lehrer an Waldorfschulen befragt. Ja, ich glaube, die Waldorflehrer eint eine Hoffnung auf einen größeren Freiraum in der pädagogischen Gestaltung und eben die Möglichkeit, auch unabhängig davon, was jetzt sozusagen als Lernziel für Klasse 5 oder Klasse 3 oder was auch immer vorgegeben ist, unabhängig davon so ein bisschen auf die Schüler zu hören und zu sehen, was brauchen die jetzt, was ist eventuell ein Thema oder ein Stoff, an dem sie wachsen können, an dem sie sich, mit dem sie sich auch intensiv gerne beschäftigen würden und diesen Stoff dann sowohl auszuwählen, als auch ihn dann in einer altersgerechten Form dann zu präsentieren. Freiheit für Lehrer und Schüler. In autoritären Systemen ist sowas nicht selbstverständlich. Frühstück bei Familie Sinkowski im russischen Samara. Maria und ihr Bruder Nikolai gehen in die Waldorfschule. Die Eltern haben sich bewusst gegen das staatliche System entschieden. Die Waldorfschule hat ein System, das das Kind zu einem Menschen erzieht. Und welche Nachteile es an der Schule auch geben mag, dieser Faktor ist für mich persönlich ausschlaggebend. Wenig Druck, viel Kreativität. Im leistungsorientierten Russland sind Waldorfschulen exotische Außenseiter. Natürlich war es mit den Großeltern nicht so einfach. Für sie war das völlig neu. Den Waldorf-Kindergarten haben sie akzeptiert, aber dann die Schule und auch noch ohne Noten. Das war für sie eine harte Nuss. Es ist Mitte Januar. Nikolais Schulweg gleicht einer Expedition ins Eis. Anders als seine Altersgenossen in staatlichen Schulen muss er keine Uniform tragen. Russland hat insgesamt 17 Waldorfschulen. Einige kämpfen ums Überleben. Erziehung zur Freiheit ist nicht unbedingt erwünscht. Nikolai geht in die 9. Klasse. In der 1. Stunde haben sie heute Gymnastik. Ja.
Wenn ich diese Übungen mache, spüre ich, dass ich neue Kraft bekomme. Dabei hebe ich nur die Arme. Also ich kann es nur empfehlen, das zu probieren. Waldorfpädagogik in Russland ist immer eine Gratwanderung zwischen den Vorgaben der Regierung und der Freiheit der Pädagogen. Wahrscheinlich war es in Deutschland vor 100 Jahren nicht viel anders. Es gibt von Rudolf Steiner Aufzeichnungen aus der Anfangszeit, der ersten Schule. Er schreibt, wir müssen gegenüber dem Staat Kompromisse eingehen, um überhaupt existieren zu können. Die Waldorfschule in Samara wird vom Staat mitfinanziert. So bleibt sie für die Eltern bezahlbar, muss aber Zugeständnisse machen. Regelmäßige Prüfungen zum Beispiel. Wie viel Freiheit bleibt da übrig? Nikolai und seine Mitschüler schreiben heute auf, was sie unter Freiheit verstehen. Die Ergebnisse diskutieren sie mit dem Lehrer, fragen nach, widersprechen. Es geht um unabhängiges Denken oder, wie Nikolais Vater es genannt hat, eine Erziehung zum Menschen. Frei zu sein bedeutet, dass du alles machen darfst, aber ohne anderen Menschen zu schaden. Ganz allgemein endet die eigene Freiheit dort, wo die des anderen anfängt. Aber diese Grenze ist schwer zu ziehen. Die Waldorfschüler in Samara singen, malen, diskutieren oder spielen Theater. Zusätzlich zum Waldorf-Lehrplan büffeln sie den staatlich vorgeschriebenen Stoff. Doch das verdirbt den Jugendlichen nicht die Laune. Die Lehrer hier üben keinen Druck auf dich aus. Du kannst frei lernen. Dadurch fängst du an, die Sachen nicht deshalb zu machen, weil du musst, sondern weil du dich dafür interessierst. Du fängst an, selbst zu suchen und zu verstehen. Lernen ohne Noten, das fordert Vertrauen. Insbesondere von den Eltern. Denn schließlich soll das Kind ja irgendwann auch einen Abschluss schaffen. Ende Januar ist Tag der offenen Schule in Mannheim. Eltern aus dem Viertel haben Gelegenheit, Fragen zu stellen. Etwa nach dem sogenannten Epochenunterricht. Blockweise, jeden Morgen das gleiche Fach. Zum Beispiel haben wir 4 Wochen Mathe, dann können die Schüler wirklich eintauchen in Mathe. Intensiv. Genau, intensiv. Und nach 4 Wochen wechselt und dann haben sie Deutsch oder Geschichte. Fremdsprachen gehören von Anfang an dazu. Helenes Klasse führt vor, wie das geht. The stream says I flow, the tree says I grow. Die Kinder lernen ohne Schulbuch, durch Nachahmung und Bewegung. Manchen Eltern ist das zu spielerisch. Andere finden gerade das gut. Handwerklich-künstlerische Fächer haben hier den gleichen Stellenwert wie Deutsch oder Physik. Das ist oft ein Argument für die Waldorfschule. Manche Eltern kommen allerdings genau hier ins Zögern. Lernt mein Kind denn auch genug? Was sich für mich die Frage stellt, wie stark die an dem Lehrplan orientiert sind, den eben die staatlichen Schulen verfolgen. Ob das wirklich
hier dann auch so alles abgedeckt wird oder nicht. Waldorfschulen haben eigene Lehrpläne. Jede wird von einem gemeinnützigen Verein getragen. Die Elternbeiträge hängen vom Einkommen der Familie ab. In Baden-Württemberg sind das durchschnittlich 160 Euro monatlich pro Kind. In der Schule in Neckarstadt nur halb so viel. Die Lücke füllen Stiftungen. Erstmal ist die Aufnahme des Kindes unabhängig von dem, was die Eltern bezahlen können. Selbstverständlich wird jedes Kind aufgenommen. Und unabhängig davon ist der Schulgeldbeitrag, gibt es ein Einzelgespräch, wo man mit den Eltern bespricht, was können sie denn dazu beitragen zu unserer Schulgemeinschaft, was ist ihnen denn möglich. Das ist ja ursprünglich eine Arbeiterschule gewesen, in die allererste Waldorfschule, als sie gegründet wurde. Und diesen Impuls wollten wir wieder aufgreifen, weil wir überzeugt sind, dass Waldorfpädagogik an sich geeignet ist, auch für bildungsbenachteiligte Familien eine gute Bildung zu sorgen. Abed Haykals Familie stammt ursprünglich aus dem palästinensischen Gaza. Die Mutter hat nicht viel Deutsch gelernt. Umso wichtiger war ihr die Ausbildung der Kinder. Dass Abed vom Gymnasium auf die Waldorfschule wechselt, hat seine große Schwester vorgeschlagen. Dieser G8, das war ein Druck. Und das hat man auch bei mir gemerkt. Ich hatte wenig Freizeit, ich war immer am Lernen. Es war mir auch wichtig und Bildung ist wichtig in unserer Gesellschaft, einen guten Abschluss auch zu haben. Und bei Abit hat man auch gemerkt, es war einfach der Druck, es war zu viel. Und auch das Theoretische. Ich finde es sehr schön, dass er nähen lernt. Das müssen doch nicht nur Mädchen können. Ich hoffe, dass Abed, wenn er erwachsen ist und einen Abschluss macht, das, was die Schule ihm gegeben hat, zurückgeben kann. Er hat hier so viel gelernt. Davon kann er etwas an die Gesellschaft weitergeben. Helene und Abed kommen aus verschiedenen Welten. Die Schule versucht, sie zusammenzubringen. Nicht für alle Schüler passt die Waldorfschule. Untersuchungen zeigen, dass viele Waldorfschüler kreative oder soziale Berufe ergreifen. Wir haben einen deutlich größeren Anteil als an der sonstigen Gesamtbevölkerung von ehemaligen Waldorfschülern, die tatsächlich Künstler werden oder die auch in sozialpädagogische Berufe gehen oder in Berufe im gesamten medizinisch-gesundheitsbildenden Bereich. Und ganz besonders überrepräsentiert sind Lehrer. Einer dieser ehemaligen Waldorfschüler, die Lehrer werden, ist Bernd Ruf. Er leitet das Parzival-Zentrum in Karlsruhe, einen Campus mehrerer Waldorfeinrichtungen. In der großen Pause treffen sich alle Schüler auf dem Hof. Jetzt zeig dir mal das mal. Hier, das mal. Gut. Bernd Ruf organisiert notfallpädagogische Einsätze für Kinder in Krisengebieten, die sich zu Tode erschreckt haben. Ich darf Ihnen das mal vormachen. Was passiert denn beim Schrecken? Dann machen wir. Ja. Das ist die Reaktion, wenn wir stark erschrecken. Normalerweise machen wir dann anschließend. Wir relaxen wieder, wir entspannen, aber eben nicht nach einem Trauma. Da bleibt man in diesem angespannten Zustand zurück. Die Rhythmen des Organismus sind total blockiert. Sie können nicht mehr schlafen. Der Schlaf-Nacht-Rhythmus ist kaputt. Ihnen schmeckt das Essen nicht mehr. Daher. Überall auf der Welt leben Kinder, die in einem solchen Schreckzustand festsitzen. Je schneller die Notfallpädagogen ihnen helfen, sagt Bernd Ruf, desto eher kann ein echtes Trauma verhindert werden. Dass ihr überlegt, nächste Woche da hochzufliegen an die Grenze. Lagebesprechung per Skype. Reinaldo Nascimento, der Pädagoge aus der Favela, plant einen Einsatz im Norden Brasiliens. Die Plan International ist auch da und der Rotes Kreuz ist auch da, mit wem wir schon zusammenarbeiten.
Dann haben wir für Ärztin haben wir die Ariane. Dann hätten wir den Paulo als Waldorfpädagoge. Ja. Okay. Waldorfpädagogik in Krisengebieten. Das knüpft an die Anfänge an. Die Waldorfpädagogik ist in einer Zeit entstanden, wo eine Welt untergegangen ist, 1919, das Ende eines ersten großen Weltkrieges war. Wenn man die Kinder anschaut, die die Waldorfschule in Stuttgart besucht haben, dann würde ich sagen, das waren viele Kinder mit Kriegstraumata. Packen für eines der Langzeitprojekte. Bernd Ruf wird in den Irak fliegen und Betreuungszentren für Flüchtlingskinder besuchen, die die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit finanziert. Das Unterrichtsmaterial ist teils gespendet. Wachsstifte, Springseile, Jonglierbälle. Als Medizin für verwundete Kinderseelen. Dann haben wir's. Sehr gut. Das Flüchtlingslager Chamishko in der Nähe der nordirakischen Stadt Dohuk. Hier leben 27.000 Menschen, rund ein Drittel von ihnen Kinder. Sie haben wenig Platz zum Spielen oder Lernen. Mittendrin das Kinderzentrum der Freunde der Waldorferziehung, FWE. Das kurdische Neujahr steht vor der Tür, deshalb tragen die Mädchen schon Festkleider. Vielleicht auch zu Ehren des Besuchs aus Deutschland. Wichtiger Bestandteil der Waldorfpädagogik, das Erzählen. Wenn die Kinder zuhören, entspannt sich ihre Seele. Deshalb sind Geschichten so wichtig für Kinder. Es ist Mittag. Die Vormittagsgruppen gehen nach Hause. Etwa zur gleichen Zeit kommt die 12-jährige Nura aus der Flüchtlingslagerschule. Die Mutter hilft ihr bei den Hausaufgaben. Arabisch lesen üben. Der Text im Schulbuch ist erstaunlich nah an Nuras Leben. Ich bin ein Mensch. Ich träume davon, in Sicherheit zu leben. Nura ist wacher geworden, bewusster. Sie versteht die Welt jetzt besser. Nura nimmt die Schule sehr ernst. Ist überhaupt erschreckend ernst für ihre 12 Jahre. Ich hoffe, dass ich einmal Ärztin werde. Ich möchte den Menschen helfen. Der Nachmittag im Waldorfzentrum. Viel Platz haben die Kinder auch hier nicht, aber einen sicheren, geschützten Raum. Bernd Ruf hat einen Fallschirm aus Karlsruhe mitgebracht. Viel braucht es nicht, um hier Freude auszulösen. Jede Gruppe kommt 6 Monate lang ins Zentrum. Danach warten schon die nächsten Kinder. Möglichst viele sollen Zugang bekommen zur Waldorfpädagogik. Durch Spiele bauen die Pädagogen Vertrauen auf, fördern die Sinne der Kinder. Sogar die ernste Nura lässt sich mitreißen.
Dann geht es um Rhythmen, die ganz schön kompliziert werden können. Das Ziel unserer Rhythmusarbeit ist es, das Kind ins Gleichgewicht zu bringen. So wie durch die tägliche Routine. Essen, Schlafen, Bewegung. Das alles trägt zum inneren Gleichgewicht des Kindes bei. An diesem Nachmittag sind Waldorf-Erzieherinnen und Erzieher aus anderen Kinderzentren gekommen. Sie wurden alle hier ausgebildet. Nun besprechen sie mit Bernd Ruf ihre Erfahrungen und Erfolge. Warum ist es so wirksam? Warum ist es so erfolgreich? Uns war es wichtig. Wir haben viel Zeit und viel Kraft investiert. Ja. Das ist die menschliche Beziehung, die aufgebaut wird. Genau. Das ist Signal, du bist mir wichtig. Die irakische Repräsentantin der Freunde der Waldorferziehung hat diese Pädagogik als Politikerin kennengelernt, in den unterschiedlichsten Ländern der Welt. Ich war in Japan, in Südkorea, in den USA, in Ägypten, im Libanon. Dort habe ich viele Waldorfschulen und Initiativen gesehen. Sie folgen der Idee, Kopf, Hand und Seele miteinander zu verbinden. So entsteht eine friedvolle und selbstbestimmte Methode, die sich in alle Kulturen einfügt. Das hat mich sehr angesprochen. Jedes Kind hat seinen eigenen Grund, gerne hierher zu kommen. Wenn wir rausgehen und zusammen spielen, das ist toll. Wir spielen wie Geschwister miteinander. Das gefällt mir. Ich mag den Klassenraum, wenn wir zusammen sind. Mir gefallen die Lieder mit den Bechern. Ich mag es, wenn wir uns an den Händen nehmen und einen Kreis bilden. Anfang Mai in Mannheim. Die Schule feiert den Fastenmonat Ramadan. Helene und die zweite Klasse sollen religiöse Vielfalt erfahren. Nicht nur Weihnachten, Ostern, auch Ramadan wird hier gefeiert und das ist sehr schön. Und dass ich dann halt auch noch Koran lese vor jedem, dann merke ich auch noch sehr viel Unterschied, dass die Menschen ruhig sind, dass sie in sich sind, dass sie dann was Neues hören. Abed Haykal hat in den vergangenen Wochen den Realschulabschluss gemacht und mit seiner Klasse ein Theaterstück einstudiert. Nächstes Ziel, die Fachhochschulreife. Entweder studiere ich BWL oder Lehramt. Also als Mathelehrer und ja, aber das ist gar nicht noch so, ist gar nicht so fest, also ist nicht sicher, dass ich das mache. Aber auf jeden Fall werde ich noch studieren. Die zweite Klasse hat heute Eurythmie. Ein Fach, das es nur an Waldorfschulen gibt. Und zwar seit den Anfängen vor 100 Jahren. Für die unteren Klassen gehören farbige Kittel dazu. Eurythmie verwandelt Worte oder Musik in Bewegung. Gut aufpassen, was meine Füße machen.
Und ganz genau. Rückwärts. Und gleich nochmal. Das Fach Eurythmie gehört fest zur Pädagogik Rudolf Steiners. Die überzeugt nicht alle, die sie studieren. Jemand, der merkt, er kann sich mit diesem doch ein bisschen ins Philosophische, vielleicht ganz Esoterische, Spirituelle mindestens gehende Überbau, mit dem kann er sich nicht anfreunden, der wird dann über kurz oder lang wahrscheinlich dann doch gucken, ob er vielleicht an eine freie Alternativschule oder doch wieder an eine staatliche Schule geht, weil so ein bisschen spielt das schon eine Rolle, auch heute noch, glaube ich, diese grundlegende, ja, anthroposophische, diese Weltanschauung, obwohl das heute einen deutlich geringeren Stellenwert hat, als das früher der Fall war. Das ist also wahrscheinlich sozusagen die Bibelfestigkeit der Waldorflehrer in Bezug auf die 350 Steinerwerke, die es ja gibt, also, die ist wahrscheinlich heute deutlich reduziert. Da ist, glaube ich, heute tatsächlich ein stärkerer Pragmatismus eingekehrt. Für die Ausbildung der Lehrer haben die Schulen eigene Hochschulen eingerichtet. Zum Beispiel auf dem Gelände der ersten Waldorfschule in Stuttgart. Zhao Xiawu ist aus China nach Stuttgart gekommen, um an der Freien Hochschule Waldorfpädagogik zu studieren, im internationalen Masterkurs. An diesem Morgen geht es um Rudolf Steiners allgemeine Menschenkunde. Von dessen teils völkischen Positionen haben sich die Waldorfschulen 2007 in der sogenannten Stuttgarter Erklärung ausdrücklich distanziert. Untragbare Passagen wurden in einer kritischen Textausgabe kommentiert. Die Studierenden aus neun Ländern beschäftigen sich an diesem Morgen eher mit der praktischen Umsetzung der Pädagogik. Wo sehen Sie Beispiele für ein gesundes Gleichgewicht in der Waldorfpädagogik? Und wie würden Sie das Eltern erklären? Nicht nur intellektuelle Lerninhalte sind wichtig. Die Schüler sollen auch etwas tun mit ihren Händen und Füßen. Und sie sollen etwas fühlen. Ihre Seele wird angesprochen. Diese drei Ebenen verbinden wir. Zhao Xia ist studierte Ingenieurin. Ausgerechnet im leistungsorientierten China hat sie sich für Waldorfpädagogik begeistert. Die bunten Bilder haben mir gefallen, die Tafelzeichnungen. Es ist so spannend, was die Kinder alles tun. Ich wusste damals noch nicht viel über die Prinzipien und Theorien, die dahinter stehen. Ich habe die Pädagogik einfach von außen betrachtet und sie kam mir so lebendig vor. Das will ich machen. Kompost umsetzen im Schulgarten der ersten Waldorfschule. Hier, hoch über Stuttgart, ist auch die biologisch-dynamische Landwirtschaft entstanden. Und das Unterrichtsfach Gartenbau. Die Sechstklässler, wenn sie kommen, die haben noch keinen Ekel. Und wenn ich reingreife in diese Erde, dann gehen die Hände der Kinder automatisch auch rein. Und es ist dann ein echtes Staunen, wenn ich ihnen zeige, schaut mal, vor einem Jahr waren das Möhrenblätter, Eierschalen, all das, was aus dem Garten anfällt. Und jetzt haben wir ganz lockere, reife Komposterde, die voller Leben ist. In Zeiten von Klimawandel und Insektensterben gewinnt das Fach Gartenbau an Relevanz. Andreas Höing unterrichtet es seit mehr als 30 Jahren. 40.000 Einzelbienen.
Hier ist das Brutnest, wo ich ihm gesagt habe, die Biene ist ein Wärmewesen. Wenn sie drauf fassen, ist es 35 Grad. So, if you turn to 5 degrees, that is where they breed their young. Und das muss. Echtes Staunen funktioniert auch bei Studierenden. Ich gehe gern mit den Schülern an die Bienen, weil ich dann für einen Moment mal still habe. Die Schüler sind von selber, ich muss gar nichts machen. Ich brauche nur eine Wabe zu ziehen und sagen, halt mal. Dann sind die Schüler schon still. Wenn sie die sechseckigen Waben sehen, der macht diese Geometrie. Entstehen unmittelbar Fragen. Das ist mit einem Motiv im Gartenbau, dass man sie an die Phänomene heranführt, wo von selber Fragen entstehen. Ende Juni in Mannheim. Helenes zweite Klasse auf dem Weg zur Johannifeier. Die Kinder sind deutlich gewachsen im Verlauf des Schuljahres. Nicht nur äußerlich. Das Wichtigste, was sie gelernt haben, ist, glaube ich, Selbstbewusstsein. Also, dass sie jetzt als richtige Schulkinder dastehen. Und dass sie selbstständig geworden sind. Wie zum Beispiel bei den Klassendiensten, die sie selbstständig machen. Oder auf einer Klassenfahrt, dass jeder seine Sachen selbst packt. Dass jeder sein Zimmer aufräumt. Jeder seine Betten macht. Trotz Hitze. Das Feuer gehört dazu. Johanni gehört, wie andere Feste oder Feiertage, zum wiederkehrenden Rhythmus des Schuljahres. Desiree Olig-Schläger macht schon mal Lust auf die dritte Klasse. Und dann besuchen wir ganz viele Handwerker. Zum Beispiel Bäcker, Schmied, wir besuchen einen Schuhmacher, andere Ausflüge. Ja! Freut ihr euch auf die Sommerferien? Ja! Ich mich auch. Das wird schön. Das heißt nicht, wenn man sein Studium abgeschlossen hat und auch mehrere Jahre als Lehrer gearbeitet hat, dass dann alles super immer läuft. Sondern ich lerne jeden Tag eigentlich mit meinen Kindern die Welt wieder mit einem neuen Blick kennen. Schüler und Lehrer als stetig Lernende. Noch so ein Anspruch der Waldorfpädagogik. Wenn er erfüllt wird, schaffen die Schüler den Sprung ins Leben.